So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und aufgrund einer Nachfrage von euch gibt es jetzt ein ganzes Video dazu und zwar zum Thema Überzüge. Zum einen grundsätzlich noch einmal das, was ich auch schon im Kommentar geschrieben habe. Was halte ich von der Übung Überzüge? Mittlerweile mache ich sie wieder ganz gerne und habe sie wiederentdeckt. Das seht ihr auch in dem Video der wiederentdeckten Übungen an der Maschine. Meistens allerdings zum Warmmachen. Ich gehe fließend von einem Warmmachen mit 20 Wiederholungen über zu vielleicht 8 bis 10 Wiederholungen, wo ich schon fast bis zur letzten Wiederholung gehe. Und dann habe ich einen enormen Pump im Latissimus. An der Maschine, wohlgemerkt, eine reine Rückenübung. Für die Brust könnt ihr da kaum was machen. Während, wenn ihr das Ganze mit einer Kurzhantel macht und euch auf eine Bank lehnt, dann könnt ihr viel mehr für die Brust rausholen, aber nur noch sehr wenig für den Rücken und für den Latissimus. Das liegt ganz einfach daran, dass genau dieser Teil hier für den Latissimus wichtiger ist, hier unten. Und den habt ihr beim Kurzhanteldrücken nicht mit, denn wenn ihr beim Kurzhantel die Überzüge macht, dann habt ihr das Ganze vor eurem Gesicht, wenn ihr liegt, und geht natürlich nicht noch hier runter. Und damit ist nur der obere Teil drin. Aber genau hier ist die Brust am meisten angespannt. Und deswegen, ja, macht man dann lieber die Kurzhantelversion für die Brust. Grundsätzlich halte ich allerdings relativ wenig davon als komplette Übung. Immer noch, nach wie vor. Und zwar genau deswegen, weil sie zwei große Muskelgruppen beansprucht. Und ich bin ein absoluter Verfechter der Isolation. Das bedeutet, am Brusttag wird die Brust trainiert und am Rückentag wird der Rücken trainiert. Und nicht irgendeine Kombo. Das zerstört mir den Splitplan. Und auch wenn ich denn nur einen Muskel ein wenig schwäche, das muss einfach nicht sein. Zusätzliches Energieverschwendung. Umso mehr ich einen anderen Muskel anspanne bei einer Übung, selbst wenn ich dann keinen Reiz setze und wenn das keine Probleme macht, dann ist das verschwendete Energie. Und ich möchte doch nur die Energie, die ich schon zur Verfügung habe, in den Muskel stecken, den ich an dem Tag trainiere. Und genauso halte ich es und deswegen sind Überzüge denkbar schlecht, um eine richtige Übung draus zu machen, wo man bis zum Schluss geht, dann aber irgendwie beide Muskeln drin hat. Als Aufwärmübung oder auch gerne als Cooldown-Übung beziehungsweise um nochmal ein bisschen Blut zum Schluss reinbringen, halte ich allerdings schon einiges davon. Und bei der Aufwärmvariante wurde ich gefragt, was ich denn davon halte, wenn man es nicht an der Maschine macht, sondern von der Seilvariante. Und hier nun ein kleines Tutorial, wie man diese am besten benutzt. Und ja, da halte ich viel von, wenn man sie so macht. Zum einen müssen wir schon mal, das ist der erste Tipp, das Ganze so einstellen, auf der Höhe, nicht oben, wie es die meisten machen, und auch nicht unten, dass wir ganz am Ende in einer Ausgangsstellung landen, wo ich im 90-Grad-Winkel, hier ist die Schwerkraft, im 90-Grad-Winkel meine Oberarme dazu habe. Das hier sind schon so ziemlich 90 Grad. Jetzt könnte ich es noch weiter auf eine Ebene machen. Ich halte es aber grob oben so auf Brusthöhe. Und hier ist die meiste Anspannung dann im gesamten Rücken und dadurch auch, naja, im inneren Teil des Rückens. Und dann anschließend geht ihr wieder nach vorne. Jetzt ist aber eine Sache ganz wichtig. Um diese Übung wirklich gut zu nutzen und auszureizen, müsst ihr eine Bewegung eures Oberkörpers reinbringen. Ja, das ist nichts für Grobmotoriker. Wenn ihr das Ganze nämlich jetzt einfach so macht, dann habt ihr hier so ziemlich gar nichts mehr. Hier zieht kaum was und hier findet auch nichts statt für keinen Muskel am Körper so richtig. Erst hier. Jetzt können wir dem Ganzen entgehen, indem ich mich nach vorne beuge und hier einen richtigen Stretch reinbringe. Hier wird jetzt mein Latissimus ordentlich durchgestretcht und das sorgt auch unter anderem dafür, dass ihr so einen Punkt bekommt. Und dann geht ihr wieder hier runter. Würde ich jetzt hier so bleiben und das nach hinten ziehen, dann habe ich hier nicht mehr diesen 90-Grad-Winkel drin, um das richtig schwer zu machen. Also, hier wieder aufrecht. Einmal die Schultern richtig nach hinten ziehen, als würdet ihr ein Blatt Papier zwischen euren Schulterblättern einklemmen wollen. Und dann wieder nach oben. So sieht das Ganze schon mal aus. So ein bisschen wie ein Hampelmann. Und ihr kommt vom Stretch in eine absolute Peak Contraction. Ein Tipp habe ich euch schon genannt. Versucht euch vorzustellen, ihr wollt ganz zum Schluss mit euren Schulterblättern ein Blatt Papier einklemmen. Ganz wichtig, damit ihr das nochmal nach hinten zieht. Dann wandern eure Schultern von ganz hinten, wenn ihr nach vorne geht, nach vorne. Die bleiben nicht hier hinten. Dann macht ihr eine komische Haltung. Ihr geht ganz vorne hin und stretcht euch richtig aus. Und geht dann wieder zurück. Sieht das so schlimm aus? Und Schultern möglichst nach hinten und nach unten.
hier nach hinten und nach unten. Die sind nicht mehr hier oben, nach hinten und nach unten. Noch ein Tipp. Die Ellbogen versuchen, an eurem Körper vorbei nach hinten zu gehen. Ihr landet nicht etwa hier oder hier. Ihr versucht euch vorzustellen, die Hände ziehen nur dran, aber wieder der Ellbogen, der geht nach hinten. Soweit es geht, bis es mechanisch gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, ich ziehe vorbei. Ich ziehe hier vorbei und gehe so weit es geht in die Kontraktion. Und dann wieder nach vorne. Hier so weit es geht in die Kontraktion und wieder nach vorne. Nicht hier vorne irgendwo stoppen. Dann kommt ihr hier vorbei. So nutzt ihr das optimal. Versucht es mal am Anfang und dann kriegt ihr schon einen Mörderpump. Und der Pump ist das, was wir wollen, weil das ist letzten Endes der Effekt vom Aufwärmen. So, wenn euch das gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen da. Ich bin schon langsam auf Booster. Gleich geht das Training los. Ansonsten schaut euch gerne mal die anderen Videos auf diesem Kanal an. Auch ganze Rückentrainings sind dabei. Und subscribe natürlich, wenn ihr dabei bleiben wollt. Ansonsten war es das jetzt von mir. Bis bald, euer Gotti.